Hallo meine lieben Zuschauer und weiter geht's mit Lost Ark. Ich habe jetzt Gegenstandsstufe 460 erreicht und jetzt können wir in der Hauptstory, oder kann ich jetzt in der Hauptstory mal weiterspielen. Darf ich dir sagen, wohin du gehen musst? Ja, klar. Ruendel oder Ruendil. Die Heimat der Sylvaner. Ein Ort, an dem ich nicht zurückkehren kann. Die Heimatstadt, die ich so sehr vermisse. Nun, du hast die Augen von jemandem, der schon einiges erlebt hat. Ruendel ist sehr abgelegen. Du wirst den Rat eines erfahrenen Kapitäns brauchen. Ich kann dich einem vorstellen, wenn du ihm einen Besuch abstatten möchtest. Immer her damit. Okay, begib dich nach dem Treffen Elaine in Burg Wern so hoch. Sie betritt den Hafen. Okay, so, warte mal. Okay, hier ist der Hafen von Kromna. Und hier geht's dann jetzt in... Na, nun, komm schon. Ein Hoch auf den Helden! Erfahrener alter Kapitän. Worum geht es, junger Mann? Du fragst mich, ob ich von der unsichtbaren Wand weiß, die du im, auf die du im Meer gestoßen bist? Natürlich, jeder, der schon mal richtig gesegelt ist, weiß davon. Die meisten halten sie einfach für das Ende des Meeres, aber ein paar Veteranen wissen, dass es dahinter noch mehr Ozeane gibt. Wahrscheinlich ist sie ein Geschenk der Götter, um uns vor den gefährlichen Ozean zu schützen. Was diese geheimnisvollen Gewässer tatsächlich enthalten, musst du an dem Ort erfragen, an dem die gesamte Weisheit der Welt versammelt ist. Versuch mal, einen solchen Ort zu finden. Okay. Finde die Insel der Weisheit. Ja, Moment mal. Insel der Weisheit. Ach, das mit dem Raid da, das ist mir doch ganz ehrlich gesagt jetzt so ziemlich lax ist mir das doch. Doch, wenn, ja. Ah, warte mal, Ratgeber. Wenn ihr lacht, die Insel der Weisheit ist mir der Lachs, ist mir das so. So. Ratgeber, naja. Ach, jetzt. Warte mal. Ratgeber, neue Reise. Okay. Gut. Okay, so, was genau muss ich denn jetzt machen? Also, Insel der Weisheit. Am Ende des gewaltigen Meeres von Gina erstreckt sich das Wasser noch weiter, aber mein Schiff konnte nicht weiterfahren. Als gäbe es dort eine Art Barriere. Ich benötige einen alten, erfahrenen Matrosen. Barriere weiß. Okay, da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt hin. Also ist gleich vor der Küste von Terra.
Gut, dann stechen wir mal in sie. Der Weisheit soll ich finden. So, warte mal. Ah, hier hin. So, wir sind jetzt gleich bei der Insel. Ich bin hier vorne. Kann ich jetzt aufwerten? Nee, kann ich nicht. Aber wieso kann ich jetzt hier nicht? Also jetzt so geht's. Okay. Sprich mit Minivera. Minerva, so. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es hier keine Gegner gibt. Okay, suchst du nach einem bestimmten Buch? Oh, eine unsichtbare Barriere, eine Mauer, mitten im Meer? Du suchst immer nach Geschichten, die ganz vergessen im tiefsten Teil der Weisheit liegen. Es heißt, dass am Ende des Meeres, das wir kennen, ein neues Meer beginnt. Die Tatsache, dass du nach der Geschichte dieses Meeres aus den Mythen suchst, bedeutet vielleicht, dass ein Körnchen Wahrheit daran steckt. In dieser Bibliothek befindet sich das gesamte Wissen der Welt. Du solltest hier finden können, wonach du suchst. Willkommen, seltsamer Reisender. Dies ist die Insel der Weisheit, die Heimat der höchst ungewöhnlichen Bücher. Ihr werdet alle Geschichten der Welt geboren. Wenn du nicht das richtige Buch zum Lesen findest, davon gibt es schließlich unendlich viele. Dann kann ich dir ein paar empfehlen. Natürlich nur, wenn du möchtest. Okay, suchen wir mal. Oh Gott, ne. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Habe ich keinen Bock drauf. Komm dann, bla 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 bla. Wer es durchlesen möchte, kann er mal auf Stopp machen. Die Geschichte von Kardan, Band 1, Aufzeichnung des großen Krieges, das war eine sehr lange Nacht. Mal nach der komischen Mauer suchen. Meer des Gleichgewichts. Das Urmeer wurde
mehr von Gina genannt. Aber nach dem großen Krieg erschufen die Sylvaner eine Sylvaner von Burundel eine enorme Magiebarriere, um das destabilisierte Meer der Welt der Sterblichen zu bespritzen. So wurde Arkesias zentrales Meer in das Meer von Gine und das Meer von Truxion geteilt, wobei die Mauer von Truxion als ihre Grenze fungiert. Dann wurde er was ausgelassen. An diejenigen, die an der Mauer von Truxion angekommen sind, denkt dran, um die Barriere zu enthüllen und die ehrenwerte Seedäter zu befahren, müsst ihr den verstreuten Willen der Göttin sammeln und wahre Harmonie herstellen. Ja, toll, gut. Gut, dann reden wir mal wieder mit der fliegenden kleinen, was auch immer sie ist. Elfe, Elbe, Vieh, was auch immer. Minerva, dir gefällt es wohl nicht. Du hast es nur durchgeblättert. Das habe ich gesehen. Weißt du, es ist wichtig, dass man im Leben viel liest. Meer von Proxion. So heißt also das Meer jenseits des Meeres von Gina. Die Barriere, auf die du gestoßen bist, heißt Mauer von Proxion. Dem Buch zufolge errichteten die Sylvaner diese Mauer, um das Meer zu verbergen. Ich kann den Rest des Buches wegen der archaischen Ausdrücke nicht verstehen. Vielleicht wissen einige Sylvaner mehr über diese Mauer. Ich schlage vor, du suchst die edelste Sylvanerin von ganz Wern auf, Königin Elaine. Uff, jetzt geht das schon wieder los. Das wievielte Mal ist das? Sie kommen immer in die Bibliothek und machen Krawall. Ich darf sie noch nicht mal wegschicken. Manche behaupten, sie seien die wahren Herrscher der Bibliothek. Wenn du gut verhandeln kannst, dann versuch bitte, sie zur Vernunft zu bringen. Der Typ ist wohl ein Bug oder so, denn ich sehe hier niemanden außer ein schwebendes Buch. In den besten Büchern findet man die interessantesten Geschichten. Die heldenhaften Abenteurer eines Ritters, das verrückte Auf und Ab, das man in der Jugend durchlebt, kühne Erkundungen neuer Lande, das sind für mich Bücher. Meinst du nicht auch, warum liest man überhaupt Bücher? Um ins Leben der Protagonistin einzutauchen und ganz neue Dinge zu erleben. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich sehe das ein wenig anders. Die interessantesten Bücher bieten neues Wissen und fordern den Leser heraus. Ein Buch sollte einem Sachen beibringen und neue Fragen aufwerfen. Das macht den Spaß am Lesen aus. Hümpf, du bist echt oberflächlich. Ich durchschaue dich sofort. Jetzt spreche ich hier mit schwebenden Büchern. Ach was. Warum haben alle immer so viel Angst davor, die Wahrheit auszusprechen? Siehst du das genauso? Warum antwortest du mir nicht? Bücher sollen spannend, sexy und anregend sein und sogar schockierend. Sowas macht ein gutes Buch aus, meinst du nicht auch? Okay. Begib dich nach dem... Oh, Pretty Lane, jetzt muss ich wieder zurück zur Burg Burn. Och Mann, ey, das Bob kann man... Warum kann ich jetzt nicht?
Ach, no. Da wieder hin. Okay. Wir sehen uns dann dort. Wir sind jetzt hier wieder bei der Königin und jetzt reden wir mit ihr. Du bist hier. War der alte Kapitän hilfreich? Die Mauer von Puxion? Ich verstehe, es ist eine Barriere, die wir Sylvana erbaut haben, um die Welt der Sterblichen zu schützen. Es kann nicht einfach jeder daherkommen und sie übersteigen. Aber dein Schicksal liegt jenseits dieser schützenden Barriere, sagst du? Du musst sie überwinden, um diese Welt zu schützen? Nun gut, dann werde ich dir ein Geschenk machen. Was du erhalten hast, sind wichtige Materialien für die Verbesserung von Schiffen. Schwache Schiffe werden die Kraft der Mauer nicht standhalten können. Das Meer von Brüktion ist nicht wie das viel ruhigere Meer von Gina. Dort donnert und brüllt. Es donnert und brüllt ständig. Du brauchst ein stärkeres Schiff, um es erkunden zu können. Ich habe alle Materialien gegeben, die ich hatte. Der Rest liegt an dir. Komme mit einem guten, robusten Schiff zurück, das die Macht der Magie überwindet. Dein Schiff ist nun bereit, zum Meer von Brüktion aufzubrechen. Das Meer von Brüktion ist ein Ort voller wilder Wellen und heftiger Regenfälle. Dieses Meer wird nicht nett mit dir umgehen. Aber wenn du tapfer bist, wird dir die Gnade von Gina, der Göttin der Harmonie, zuteil und deinen Mut erlebt hat. Vergiss nicht, dass die Götter der Harmonie Gina, die Göttin der Harmonie Gina, nur den tapfersten Kapitän erlauben wird, dass die zur Mauer von Brüktion und darüber hinaus zu segeln. Jetzt ist die Zeit für den Abschied. Es macht mich traurig, dich ziehen zu lassen, aber ich kann dich nicht zurückhalten. Geh nun und rette die Welt. Warte mal. Globius, du sowieso möchte mich treffen. So, warte mal. Tief. Ein Willard reden. Okay, warte mal. Das dann. Hief. Ja, wird. Kann ich wieder beitreten? Nee. Ich will aber keine Gilde beitreten. Gut. Ja, warte mal. Gut, dann warte mal, das Gebiet ist jetzt hier. Das müssen wir hier. Ja, Segel bereit. So. Dann hau ich gleich alles raus, was geht. Und dann ist gut. Gut, also. Das Segel setzen. Okay, wir sehen uns, wenn wir dort sind. So, wir sind angekommen.
Okay. Quest abschließen. Gut. Frage im Hafen nach der Arche. Annika-Händler, Jorn-Händler, lutheranischer Händler. Gut, dann wollen wir mal die drei Fragen. Warte mal, was ist das denn, die Überseedampfer? Einschiffung? Achso. Achso, wähle einen Kontinent und klicke auf an Bord gehen. Achso, da kann ich denn jetzt... Nassauscheier. Warum kann ich jetzt nicht Abenteurer, die Kristalline Aura nutzen können, über sie ganz einfach 50% Rabatt nutzen? Ja, aber wenn ich jetzt hier hingehe, dann an Bord gehen will ich nicht. Willkommen in Rohan. Oh, wer hätte gedacht, dass tatsächlich? Davon weiß ich noch gar nichts. Okay, also kein Plan. Wir haben endlich Rohändel erreicht. Verfluchten, sturen Sylvan. Arche? Wie sollten wir uns hier kurz aussehen? Vergeude nicht meine Zeit, aus dem Weg. Okay, der hat auch keinen Plan. Was ist nun? Muss ich noch lange warten? Arche? Vielleicht wissen die Sylvaner hier etwas darüber. Betritt den Scheuerwellensee. Okay, dann wollen wir mal. Halt! 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 Für Rotun ist bitte, ein Passierschein nötig. Ihre Majestät Arsene hat verfügt, alle Neuankömmlinge im Schauderwellenhafen zu inspizieren. Vielen Dank für deine Kooperation. Bitte zeig uns deinen Zutrittspass. So wie es das Gesetz vorschreibt. Ich habe keinen Pass. Ich benötige eine Einreisegenehmigung. Ich beantrage eine Einreisegenehmigung. Wisst ihr etwas über die Arche? Ah, du bist also der Abenteurer, von dem die Händler gesprochen haben. Du hast die Burg Lutera zurückerobert und den teuflischen Nekromanten in Wern besiegt. Also es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Du hast einen guten Ruf, aber ich kann leider nicht einmal für jemanden wie dich eine Ausnahme machen. Auch du musst dich zum Zutrittsprozess, dem Zutrittsprozess unterziehen. Wenn du keinen Zutrittspass hast, dann beantrage bitte einen bei Eratu von den Bambiri und warte, bis du deine Zutrittserlaubnis erhältst. Im Moment erhalten wir eine Menge Anträge. Wenn du jetzt einen beantragst, erhältst du deinen Pass in ungefähr 3 Jahren. Es hat sich nichts geändert. Ihr benötigt eine Erlaubnis. Wartet. Ich bürge für diese Person. Gerdia. Vergebt mir. Ihr habt euch einen ganz schönen Ruf aufgebaut. Folgt mir. Ich eskortiere euch. Was für den großen Gerdia in unseren Hafen? Okay. Seht nur! Da ist Gerdia! Wow! Das ist ja... heftig. Sie ist wohl mit dem Wiederaufbau von Senila beschäftigt. Hier entlang. Es ist eine Ehre, eine Berühmtheit von einem anderen Kontinent zu treffen. Ich unterstütze dich gern. Wenn ich fragen darf, warum bist du nach Roendil zurückgekehrt? Ich bin nur ein Reisender, genug Geschichten, ich suche die Arche. Die Arche? Seit der Tragödie vor einiger Zeit habe ich nicht mehr gehört, dass jemand die Arche auch nur erwähnt hat. Ich nehme an, dass du nicht hier nach der Arche suchen würdest, wenn du keinen eindeutigen Hinweis hättest, dass sie sich hier in der Nähe befindet. Ich habe großes Interesse an dir. Ey, immer ganz sachte, Alter.
Von den Rittern Uteras bis zu den Ingenieuren von Arcesin erzählen alle Geschichten über deine Abenteuer. Aber wer wäre besser geeignet als du selbst, um die wahre Geschichte zu erzählen? Ich frage mich wirklich, inwieweit die Legenden der Wirklichkeit entsprechen. Könntest du mir etwas über eines deiner Abenteuer erzählen? Ich habe einen Sorcerer Gefangenen befreit, einen großen Nachnehmer mal. Ich habe früher schon mit Technikern von Arthetin gesprochen. Sie mögen nicht über das Geschenk der Magie verfügen, aber es ist trotzdem beeindruckend, wie es ihnen gelingt, die riesigen Mengen Metall nur mit physischer Kraft zu bewegen. Ich würde ihr Wissen gern für die Technologie meines Landes nutzbar machen. Was für eine faszinierende Geschichte. Hast du noch mehr Geschichten, die du mir erzählen kannst? Ich habe von Tortoik gehört, dem letzten der Felsenriesen. Du willst sagen, dass in seinem Körper kleine Wesen leben? Das müssen sicher so eine Art Elementare sein. Ich habe noch so viel zu lernen. Deine Geschichte war so unglaublich anschaulich erzählt. Ich habe das Gefühl, ich hätte sie an deiner Seite erlebt. Du kannst gut Geschichten erzählen und bist ohnehin besonders. Du sagtest, dass du keine Zutrittsfässer hast, richtig? Erlaube mir, dass ich dir einen ausstelle als Gegenleistung für deine außergewöhnlichen Geschichten. Mit Hilfe des Zutrittspasses kannst du dich in Rohendel frei bewegen. Warum hilfst du mir? Weil ich freundlich bin. Rohendel ist ein friedvoller Ort. Er wächst und gedeiht unter dem heiligen Baum Elzobin, gemeinsam mit der Königin. Ich möchte nur, dass ein erschöpfter Reisender die Füße hochlegen und sich von seiner langen Reise erholen kann. Wenn du weitere Informationen über den Gegenstand deiner Suche brauchst, schlage ich vor, dass du mit den Bambiri anstatt mit Freunden sprichst. Sie leben schon genauso lange in Rohendel wie wir Sylvaner. Ich hoffe sehr, dass du findest, was du suchst. Möge Elzovin dir immer Schatten spenden. Möge Elzovin dich segnen. Also ganz ehrlich gesagt, der Typ ist mir eine Spur zu freundlich. Okay, wo soll ich jetzt hin? Junger Bambiri-Mann, Bambiri-Kind, Bambiri-Frau. Aber das werden wir in der nächsten Folge alles erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.